A Most Wanted Man ist die Verfilmung von John le Carrés Thriller Marionetten. Die Regie führte der Niederländer Anton Corbijn. Du weißt, was ich brauche. Das Gravitationszentrum des Films ist der kürzlich verstorbene Schauspieler Philip Seymour Hoffman. Er spielt Günther Bachmann, den Leiter einer Antiterroreinheit in Hamburg. Bachmann scheut keine Auseinandersetzungen, weder mit dem Verfassungsschutz noch mit den Amerikanern. Schieß los. Gegen 11 Uhr heute Morgen erhielt die Polizei eine Meldung über eine verdächtige Person, die am Hauptbahnhof gesehen wurde. Dazu wurde ihnen dieses Handyfoto geschickt. Karpov, Issa, Tschetschene, 26. Karpov, der Russe, der gehört uns. Bachmann traut seinem Jagdinstinkt. Anstatt einen verdächtigen jungen Tschetschenen festzunehmen, verdingt er den jungen Mann als Köder, um mit dessen Hilfe einen scheinbar unbescholtenen muslimischen Gelehrten zu überführen. Unsere Strategie ist warten und beobachten. Und was beobachtet ihr? John le Carrés Plot ist makellos konstruiert. Dazu passt die minimalistische Umsetzung Anton Corbijns. Warum gibst du ihm nicht den Tschetschenen? Gönn ihm den Sieg. Konzentrier dich weiter auf Abdullah. Als starrsinniger in die Jahre gekommener Spion ist Philip Seymour Hoffman auf der Höhe seines Könnens. Seine Hartnäckigkeit, Wut, Hoffnung und Verzweiflung treiben den Film voran, auch wenn Bachmann manchmal schwerfällig und müde wirkt. Scheiße. Was hält mich eigentlich davon ab, diese Unterredung zu beenden? Bedauerlich ist, dass die übrigen Charaktere oft skizzenhaft wirken, obwohl sie hochkarätig besetzt sind. Von Willem Dafoe als Bankier über Robin Wright als amerikanische Agentin bis zu Nina Hoss und Daniel Brühl als Bachmanns Mitarbeiter oder Herbert Grönemeyer als Verbündeter. Haben alle meinen Bericht erhalten? Ja. Konzentrier dich vor allem auf Burgdorf. Innenministerium. Sie alle sehen mich an, uns an, aber wir existieren nicht, rechtlich nicht, nicht offiziell, weil die Geheimdienste in Deutschland Aufgaben erfüllen müssen, die mit dem Gesetz unvereinbar sind. Also A Most Wanted Man bildet zum Teil etwas langatmig ab, wie die Geheimdienste sich gegenseitig belauern, bis es zum Showdown kommt. Unsere Quellen kommen nicht zu uns, wir finden sie selbst. Es ist ein Glück, dass es diesen Film gibt, auch wenn er uns allzu deutlich macht, wie sehr uns Philip Seymour Hoffman jetzt schon fehlt. Wenn wir sie am Haken haben und nur dann, setzen wir sie auf größere Ziele an. Man braucht einen kleinen Fisch, um einen Barracuda zu fangen, einen Barracuda, um einen Hai zu fangen.